Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum ESB-Tutorium in mittlerweile 2022. Und ja, genau, ich hoffe, ihr seid irgendwie gut über die Weihnachtspause gekommen. Ach, Moment, irgendwie schwimmt mein Hintergrund. Das geht ja gar nicht, das lenkt euch ab. Eben, ging das noch? So, machen wir es einfach so. Grün geht auch. Gut, also, ich hoffe, ihr seid gut nach 2022 gekommen. Und auch in diesem Jahr haben wir noch ein paar Aufgabenblätter. Ich vermute, wir werden nächste Woche noch ein neues kriegen. Und danach sind wir zumindest mit den Übungsblättern durch. Ja, wir gucken mal, was wir uns heute anschauen. Ein paar Sachen, die wir selber machen können, ein paar Sachen, wo wir mal drüber reden. Und ja, um mit was hoffentlich nicht zu anstrengendem einzusteigen, starten wir mit Aufgabe A. So, und zwar geht es da um eine Einadressmaschine. Und die Frage ist halt, welchen Wert nach Ausführung der Befehle wir da im Akkumulator vorfinden. Ja, also deswegen, ne, Erinnerung, eine Adressmaschine. Wir haben da einen Akkumulator, in dem gerechnet wird. Und das ist halt da, wo eben die Werte drin sind. Nicht irgendwo was anderes, keine Register oder ähnliches. Das haben wir bei anderen Adressmaschinen. Und genau, auch da können wir eben Adressen haben. Also für unser kleines Übungsbeispiel hier fürs Tutorium haben wir Adresse 5 mit Inhalt 6, Adresse 6 mit Inhalt 7 und so weiter. Und jetzt wollen wir uns eben anschauen, es gibt drei verschiedene Befehle in dem Zusammenhang, wie wir da an Werte kommen. Das erste ist der Load Immediate Befehl. Weiß jemand oder hat jemand da sich vielleicht schon angeguckt oder erinnert sich, was bei Load Immediate für einen Wert danach im Akkumulator steht. Okay, also die. Oh, danke für die Nachfrage. Ja, ihr solltet eigentlich was sehen. Moment, ändern wir gleich. So, ich hoffe, ihr seht jetzt etwas besser. Das BBB, die BBB-Oberfläche hat sich irgendwie verändert. Das ist natürlich ganz toll. So, also nochmal, was ich eben gesagt hatte. Wir haben eine Ein-Adressmaschine. Die hat verschiedene. Genau, wir haben verschiedene Adressen, die irgendwie dazu kommen und Inhalte. Also Ein-Adressmaschine heißt, wenn wir eine Rechenoperation machen, also sowas wie, da kommen wir später zu in Aufgabe 11.3, wenn wir sagen, wir wollen eine Addition machen, dann haben wir nur eine Adresse, die wir nutzen können. Dann können wir nicht irgendwie sagen, nutze Adresse X plus Adresse Y, sondern wir können halt nur sagen, nutze Adresse X und den Akkumulator im Endeffekt. Aber selbst, ja, genau, das ist es im Endeffekt. So, und genau, ich lese hier schon. Der Wert, der übergeben wird, ist direkt. Genau, also bei Load Immediate müssen wir einfach nur gucken, was dahinter steht. Denn es ist genau der Wert, der dann im Akkumulator steht. Also wenn da jetzt nicht 6 stehen würde, sondern 7, dann würden wir 7 im Akkumulator haben. Also Immediate hat ja auch was irgendwie, wenn es übersetzt, irgendwie direkt. Nee, direkt ist gerade eine schlechte Übersetzung. Also Immediate sofort. Deswegen kommt da an der Stelle die 6 raus.
Okay, bei einigen lädt es noch. Das ist natürlich ungünstig. Warten wir noch mal ein bisschen. Sonst vielleicht noch. Ja, wobei, wenn die meisten es sehen können. So, wer wartet jetzt noch darauf, dass er was sehen kann? Wer hat noch drei Ladepunkte bisher? Nichts sehen und nichts hören ist aber komisch, weil die anderen hören mich ja irgendwie zumindest. Dann vielleicht doch noch einmal versuchen, kurz neu zu verbinden. Was eventuell sein kann, ist, dass ihr gucken müsst, dass das Bild klein dargestellt wird. Das hatte ich, aber ansonsten sollte es jetzt eigentlich ja für die meisten gehen. Ich warte mal ganz kurz, dass die, die sich jetzt neu verbinden, eine Chance haben, das zu tun. So, jetzt haben sich einige neu verbunden. Hat das jetzt bei euch die Probleme gelöst? Ich würde ungern weitermachen, bevor ihr drin seid. Ja, das ist ungünstig. Zumindest kannst du mich hören, das ist ja auch schon mal was Gutes. Vielleicht einen anderen Browser benutzen? Okay, bei Mathe gab es auch schon Probleme. Ja, wie gesagt, mir ist eben vorhin auch aufgefallen, dass da irgendwie anscheinend eine neue Version eingespielt wurde bei Big Blue Button. Die sieht ein bisschen anders aus als vor Weihnachten. Weiß nicht, ob dadurch irgendwas dazugekommen ist. Okay, ich hoffe, dass zumindest die, die Probleme mit der Darstellung haben, mich wenigstens hören und die geteilten Notizen sehen können, weil dann gucken wir mal, dass wir da Dinge reinschreiben. Also. So, okay. Bei einigen geht es jetzt zumindest über Handy wenigstens. Das ist schon mal besser. Einige hören mich wenigstens. Ich mache sonst mal die Kamera noch zusätzlich aus. Nicht, dass das bei euch auch noch irgendwelche Sachen dann beeinflusst. Machen wir mal auf Sparflamme nur das Wichtigste. Und genau, ich habe in die geteilten Notizen mal eben das reingetan, was wir zum Teil auch auf dem Bildschirm sehen würden, nämlich Adressen und Inhalte. Und wir gucken nochmal auf Load Immediate 6 ganz kurz. Also, wenn wir sowas wie Adressen haben, Adresse 5, Achtung bitte, jemand hat da noch sein Mikro gerade ganz offen, Adresse 5 mit Inhalt 6. Oder Adresse 6 mit Inhalt 7, das sind Sachen, die wir haben können. Und wenn wir jetzt aber sagen,
Load immediate 6, dann gucken wir uns die Adressen gar nicht an bei einer Adressmaschine, sondern Load immediate sagt, dass wir genau den Wert sofort laden, der dahinter steht, hinter dem Befehl. Also das heißt, bei Load immediate 6 kommt dann einfach der Wert 6 dann in den Akkumulator. Die zweite Art von Befehl zum Holen von Werten ist dann Load Direct. Weiß jemand, was bei Load Direct dann da wäre? Wie unterscheidet sich Load Direct von Load Immediate? Irgendeine Idee? Ja, genau. Also jetzt brauchen wir die Adressen. Für unser Beispiel müssen wir dann jetzt gucken. Load Direct 6, das heißt der Wert in Adresse 6. Und in Adresse 6 haben wir den Inhalt 7. Das heißt, hier würde dann als nächstes im Akkumulator der Wert 7 stehen. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil ich ein bisschen hin und her springe. Das kriegen wir trotzdem hin. Paar mehr Fenster wegen der Sache. Aber ihr sollt ja möglichst viel mitkriegen. So. Also, Load Direct, Inhalt von Adresse 6. Und das ist in unserem Fall die 7. Wenn wir jetzt soweit sind, dann habt ihr vielleicht auch schon eine Ahnung, was passiert, wenn wir Load Indirect 6 nehmen. Das ist nämlich dann das dritte, was wir haben für die Adressierung. Das ist dann wohl nicht sofort der Wert. Das ist wohl auch nicht irgendwie einfach der Inhalt von Adresse 6. Load indirect 6. Was könnte dahinter stecken? Irgendeine Idee. Was können wir denn vielleicht noch machen? Okay, genau. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter gucken. Im Endeffekt sehe ich schon die richtige Lösung, aber damit das auch jeder nachvollziehen kann. Also, wir gucken bei Load Indirect 6 erstmal uns den Inhalt der Adresse 6 an. Und daraus lesen wir dann raus, wo wir dann unseren Inhalt finden, den wir überhaupt haben wollen. Das heißt eigentlich, wollen wir den Inhalt von der Adresse aus Adresse 6 haben hier? Wir haben eben ja schon gesagt, in Adresse 6 steht der Wert 7. Das heißt, wir brauchen den Inhalt von Adresse 7, was dann der Wert 8 ist. Okay, seid ihr hoffentlich soweit mitgekommen? Ja, wir gucken hier Load Indirect 6. Wir schauen uns an, wo finden wir überhaupt die Adresse, wo unser Inhalt steht. Und im Endeffekt kann man halt auch sagen, wir haben bei Load Indirect 6 haben wir mit der Zahl 6 den Wert, wo wir dann das Load Direct machen. So könnte man es halt auch sagen. Dass uns Load Indirect 6 halt sagt, an welcher Adresse machen wir denn jetzt das Load Direct. Und dann kommt das eben auch auf das Gleiche dann raus. Okay, das erstmal die kleinen Rechnungen. Genau, die Frage Load Immediate 9 und 1. Also wenn Load Immediate 9 wäre, dann würden wir einfach 9 laden. Wenn wir Load Immediate 1 haben, würden wir einfach 1 laden. Wenn wir mit der Adresse 9 arbeiten wollen, dann müssten wir hier halt sagen, Load Direct 9. Dann würden wir den Inhalt von Adresse 9 nehmen, was eben der Wert 1 wäre. Machen wir hier ein Load Indirect 9, dann haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, welcher Wert an Adresse 1 steht. Der würde uns dann noch fehlen. Okay. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter zum Thema Befehlscodierung. Das ist Aufgabe 11.2 auf unserem Aufgabenblatt.
Und hier heißt es jetzt so schön, wir sollen eine Befehlskodierung machen, möglichst einfach und einheitlich. In der Hausaufgabe für 32-Bit-Befehlsworte. Für unsere Übung machen wir das jetzt mit 16-Bit-Befehlsworten. Und was sollen wir darin unterbringen? Da gibt es für die Hausaufgabe ein paar mehr. Für uns heißt es jetzt hier drei Befehle mit zwei 6-Bit-Adressen und einer 2-Bit-Registernummer. 255 Befehle ohne Adresse oder Registerangabe. Ja, was sollten wir machen, wenn wir so eine Aufgabe haben? Im Endeffekt geht es hier darum, wir haben vorgegeben, wie viel, ja, was für eine Architektur das ist. Da müssen wir immer gucken, wie viel Bit hat die eigentlich. Wir haben jetzt das Tutorium 16-Bit. Für die Hausaufgabe steht da schon 32-Bit-Befehlsworte. Das ist gut, weil dadurch wissen wir halt eben, wie weit, ne, was ist eigentlich unser Maximum? Was können wir eigentlich unterbringen? Und wenn wir dann eben Befehle unterbringen sollen, dann geht es eben darum zu gucken, wir haben unsere Breite, also jetzt für das Tutorium 16-Bit. Und wie können wir diese 16-Bit so aufteilen, dass wir ja, Befehle ansteuern können, ohne dass wir irgendwie doppelte Vergabe haben von Plätzen. Also, dass wir eine Eindeutigkeit haben, jeden Befehl, den wir brauchen, anzusteuern. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jemand angeguckt hat. Hat irgendwer eine Idee, wie wir vielleicht da reinstarten können oder was man vielleicht machen kann oder sich angucken kann? Also falls ihr noch so ein bisschen hängt, im Endeffekt geht es eben darum, wir haben hier einen großen Raum, einen Block, wo wir Dinge reintun können. Das sind jetzt irgendwie hier 16-Bit. Und in diesem, na sagen wir es mal, an dieser Stelle im Programm werden immer irgendwie 16-Bit mit Befehlen erwartet. Und wir haben. Ja, was können wir uns angucken? Wir können uns angucken, wie viele Befehle haben wir insgesamt. Das ist zum einen halt spannend. Ja, drei Befehle mit so und so und 255 Befehle mit so und so. Das heißt, insgesamt haben wir irgendwie 258 Befehle, die wir unterbringen müssen. Was wir uns aber auch angucken sollten, ist, wie viel, ja, wie lang ist so ein Befehl eigentlich? Das ist das Zweite, was ich euch mitgeben kann, was wo ihr eben gucken könnt. Weil ich sag mal, vielleicht gibt es auch Befehle, wo wir nicht die ganze Breite brauchen von dem Platz, den wir haben. Und das müssen wir irgendwie versuchen, so ein bisschen zu kombinieren. Wenn wir 16-Bit haben und wir gucken uns erstmal zum Beispiel jetzt nur die erste Zeile an. Drei Befehle mit zwei 6-Bit-Adressen und einer 2-Bit-Registernummer. Wie sieht denn das da aus? Wie könnte da so eine Befehlskodierung vielleicht aussehen, sodass wir, sind ja drei Befehle, dass wir drei unterschiedliche Befehle unterscheiden können? Wie gesagt, wir haben 16-Bit Breite. Ah, okay, das ist eine gute Frage, ne? Haben wir dann 8-Bit belegt, also noch zwei, um die drei zu unterscheiden? Genau, das ist das, was ich meinte mit, wir sollten dann uns gegebenenfalls angucken, was verbrauchen wir eigentlich schon bei einem Befehl? Wenn wir uns das anschauen, dass wir sagen, wir haben drei. Ach, sorry, ich merke ja wieder, es waren ja einige, die es nicht lesen konnten. Guck mal, ob ich das nochmal schnell rüber kopiert kriege, dass ihr zumindest den Aufgabentext habt.
So, nicht hübsch formatiert, aber da, einige geteilten Notizen, also auch nochmal grob das, womit wir hier arbeiten. Genau, also wir können uns angucken, wenn wir uns das erste anschauen, drei Befehle mit zwei 6-Bit-Adressen und einer 2-Bit-Registernummer. Dann stellen wir fest, 6-Bit-Adresse, 2-Bit-Registernummer verbraucht irgendwie schon irgendwas an Bit. So, jetzt Achtung, das sind nicht 8-Bit insgesamt, sondern wir haben zweimal 6-Bit-Adressen, die dazu gehören. Das heißt, wir können das Ganze auch schreiben. Wir haben quasi sechsmal, nehmen wir mal Platzhalter A für die erste 6-Bit-Adresse. Wir haben sechsmal Platzhalter B für die zweite 6-Bit-Adresse. Dann haben wir schon 12-Bit belegt. Wir haben dann noch die 2-Bit-Registernummer. Können wir irgendwie mit 2 Erst zum Beispiel abkürzen. Und das hieße also, wir hätten 6 plus 6 plus 2, dann haben wir schon 14-Bit belegt. Einfach nur, um erstmal zu sagen, gut, wir haben zweimal 6-Bit-Adressen und eine 2-Bit-Registernummer. Und jetzt gibt es drei verschiedene Befehle von denen, die müssen wir natürlich unterscheiden. Und ja, wie können wir sowas ganz einfach unterscheiden? Wir können natürlich einfach hochzählen, ne, dass wir sagen 0, 0 und dann die 3-mal A. 3-mal, 6-mal A, 6-mal B, 2-mal R. Der zweite Befehl hochgezählt 0, 1 und dann die Aufteilung. Und der dritte wäre dann halt 1, 0 und die Aufteilung. Kopiere das auch nochmal in die geteilten Notizen rüber. So, das wäre dann das, wie wir sagen könnten, so könnten wir diesen ersten Typ quasi unterbringen. Genau, in dem Fall wäre das dann so, dass die einzelnen Zeilen wären unsere drei Befehle, weil wir irgendwie die unterscheiden müssen. Und das müssen wir irgendwie ja, also ne, wir müssten dann jetzt hier dazu schreiben, okay, wir haben drei Befehle, das heißt, hinter diesem 6-mal A steckt unsere erste 6-Bit-Adresse, ganz egal, was das dann ist. Hinter dem 6-mal B steckt unsere zweite 6-Bit-Adresse und hinter den 2R steht eben die 2-Bit-Registernummer. Und durch das Durchzählen haben wir halt dafür gesorgt, dass wir die drei Befehle damit drin haben. Warum sage ich jetzt nicht einfach am Anfang, keine Ahnung, NN? Als Counter für unsere drei Befehle. Genau, jetzt kommt hier schon mal die Frage, was ist dann mit der 255? Genau, da müssen wir nämlich als nächstes drauf gucken. Ich habe jetzt eben gesagt, wir gucken uns mal erstmal nur die erste Zeile an. Und ich glaube, die Verständnisfrage, die da gerade kommt, die werden wir hoffentlich damit dann beantworten. Es ist schön, dass wir jetzt die drei Befehle untergebracht haben, aber das reicht natürlich noch nicht. Wir sollen ja insgesamt eine Befehlskodierung haben, die alle Befehle abbilden kann. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch noch überlegen, wie kommen wir an die weiteren, ja, also wie schaffen wir das, dass wir jetzt hier noch auch irgendwie so vielleicht mit Buchstaben auch dargestellt, dass wir an unsere 255 Befehle kommen. Das Schöne ist jetzt ja, dass unsere Befehle dass unsere Befehle keine weiteren Adressen oder Registerangaben haben. Und genau, das heißt, wir können halt, wir haben ja noch Platz gelassen bei dem Durchzählen. Wir haben ja bei den 2-Bit am Anfang, können wir ja auch noch die 1-1 nehmen. Und da können wir dann die restlichen Befehle unterbringen. 255 Befehle, überlegen wir mal. Was wir da brauchen, das sind dann, ja, das ist dann bequem in 8-Bit darstellbar, das Ganze. Und so würden wir sagen, das machen wir ein Tick ordentlicher. Das heißt, um Platz für unsere 255 Befehle zu haben, sagen wir dann, wir gucken einmal, okay, das ist
256 wäre ja 8-Bit. Das ist noch größer als die 255. Das heißt, das Ganze ist irgendwie in 8-Bit darstellbar. 7-Bit reichen uns nicht. Das heißt, wir brauchen 8-Bit, um 255 Befehle zu unterscheiden. Und um an die 255 Befehle zu kommen, gehen wir dann halt erst mit der 1,1 los. Und dann brauchen wir 8-Bit. Ich nenne sie mal Y. Das heißt, ich mache 8 mal ein Y. Und ja, was mache ich dann eigentlich? Jetzt habe ich irgendwie noch ein paar Bit über. Was mache ich denn damit jetzt? Genau, die könnten wir einfach mit 0 auffüllen. Für unsere Übungsaufgabe hier haben wir 6 unused Bits. 6 nicht genutzte Bit. Die füllen wir mit 0 auf. Wir brauchen hier nicht mehr unterbringen. Wenn wir jetzt noch irgendwie was hätten, dass es heißen würde, ne, wir sollen irgendwie vielleicht nochmal irgendwas mit Registeradressen oder so mit unterbringen. Dann müssten wir eben gucken, dann können wir nicht hinter der 1,1 direkt anfangen mit den Y, sondern dann müssten wir eventuell nochmal überlegen, wie wir da wieder dann aufteilen. Ja, also das ist jetzt hier relativ kurz zu halten an der Stelle. So, jetzt nochmal die Frage, das mit den 256 größer 255. Naja, ich muss ja gucken, wie viel Bit brauche ich, um insgesamt 255 Befehle unterzubringen. Weil ich muss die ja irgendwie unterscheiden. Ich habe ja, im Endeffekt habe ich hier bei den ersten drei Befehlen auch durchgezählt, nur dass ich explizit durchgezählt habe, weil ich die Unterscheidung brauche für meine zweite Zeile an Befehlen. Für die 255 Befehle muss ich aber zumindest wissen, wie viel Bit ich eigentlich brauche, um die darzustellen. Und 255 ist kleiner als 256, das heißt, 256 wäre ja 8-Bit. Und das reicht dann aus. 255 ist aber größer 128, das heißt, 7-Bit würde nicht ausreichen. So, hätte ich jetzt nicht 255 Befehle, sondern 257, dann wäre ich über 8-Bit hinaus. Dann müsste ich halt gucken, ne, das ist wieder kleiner als 512, müsste ich halt 9-Bit nehmen. Genau. Wie sieht das jetzt also aus für unsere, also wenn wir das jetzt irgendwie mal skizzieren, dann wollen wir mal gucken. Ja, man kann das so schreiben, man kann sich das, wenn man sich das jetzt im Block vorstellt, wie kann das dann aussehen? Also ich habe meine Befehlscodierung, die irgendwie von 0 bis 15 geht. Und dann wäre das für den ersten Typ, wäre es halt so, dass ich hier meinen OPC, meinen Opcode habe. Der würde 2-Bit verbrauchen, das heißt Bit 15 und Bit 14. Dann habe ich hier meine erste Adresse. Das ist die, haben wir sie eben, Adresse A. Die geht dann von Bit 13 bis Bit 8. Das sind nämlich genau die 6 Bit, die wir brauchen. Dann haben wir Adresse B. Die geht dann von Bit 7 bis Bit 2. Und dann haben wir noch die 2-Bit-Register. Das heißt, da würde man dann jetzt sagen, weil es jetzt nur ein Register ist, Register oder RG.
Wenn es mehr ist, müsste man halt eventuell die Register auch benennen. Register A, Register B, Register C. Ich starte von Register 1 bis Register, von Stelle 1 bis 0. Ich habe hier hinten irgendwie zu viel gemalt. Das brauchen wir gar nicht. Also so wäre das dann in Blockschreibweise oder in Blockdarstellung. Ich denke, für die Aufgabe wird es wahrscheinlich reichen. Na gut, ich kann nicht ganz, ganz sicher sagen, was dann wieder unter Skizzieren wieder steht. Also mindestens halt eben sie, diese textuelle Skizzierung des Ganzen und Beschreibung des Ganzen, wie wir es gemacht haben, gehört in die Aufgabe. Vielleicht eben auch so mit der Aufteilung. So, was ich jetzt hier habe. Genau, jetzt sind wir hier so ein bisschen bei den Funktionsmustern. Ich habe das natürlich hier nur für den Typ 1 gemacht, für den ersten Befehl. An sich gehört hier auch noch natürlich der zweite rein, weil ich ja nur den zweiten Befehl damit abgefrühstückt habe. Weil ich jetzt gesagt habe, dass ich in den Bereich des zweiten Befehls nur dann komme, wenn ich eine 1-1 vorne habe, darf ich hier auch die 1-1 vorne relativ eindeutig setzen. Und dann hätte ich hier mit 6-Bit Y, nennen wir es mal Opcode 2. Das ist ja nicht mehr der gleiche wie bei den ersten Befehlen. Da wäre ich dann jetzt bei 8-Bit des Ganzen. Ist dann ungefähr hier sein. Und dann hätte ich einfach nur leere Nullen für den Rest des Ganzen. So, was haben wir jetzt noch eine Frage? Kennen wir unsere Befehlskodierung auch so entwerfen wie bei Typ 1 und Typ 2 bei den Hausaufgaben oder ist das allgemein gestaltet mit den Buchstaben? Also es ist für die Hausaufgaben jetzt nicht irgendwie vorgegeben, wie jetzt genau die entsprechenden Typen heißen, oder wie die einzelnen Registeradressen heißen oder ähnliches. Was immer ganz gut ist bei sowas, ist dann halt bei einer Registeradresse dann sowas zu sagen wie halt REG für Register und dann eine Bezeichnung, also Register A, Register B, Register C, das durchzuschreiben. So, jetzt beim ersten steht nicht ganz eindeutig, wo der 24-Bit-Wert herkommt, ob das eine Adresse oder was anderes ist. Ist irgendwie auch ganz spannend. Was wir haben, ah ja, genau, bei dem dritten Befehl, da gibt es den Immediate-Operanden, da würde man dann halt auch für Immediate dann schreiben, dass man so ein bisschen, wenn man da drauf guckt, auf den ersten Blick eine Ahnung haben kann, was da eigentlich hintersteckt, hinter den einzelnen Blöcken. Aber es ist jetzt nicht direkt festgelegt, was ihr da für die Bezeichnung nehmt. Wie gesagt, so ein bisschen Best Practice ist halt eben zu gucken, wie kann ich die bezeichnen und irgendwie sowas wie, da ich ja Zahlen für anderes benutze in der Darstellung, ist halt Buchstaben als Platzhalter ganz praktisch. Okay, zu dem Teil hier in den ersten Zeilen. Bin mir da nicht ganz sicher, ob ich die Frage dann richtig verstehe, wenn also im Endeffekt ist das halt eine Aufteilung, wo ich dann halt eben dadurch sage, also ich muss ja noch dazu schreiben, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, ihr müsst ja den Be Entwurf begründen. Und ich muss dann halt auch sagen, hinter den 6 As steckt meine erste 6-Bit-Adresse.
Hinter den 6Bs steckt meine zweite 6-Bit-Adresse. Und hinter den zwei Rs steckt meine Registernummer. Und dann ist das halt genauso da oben, wie eben auch mit dem Bereich der, also mit dem Typ 2, mit dem 1,1 und dann Y und dann mit 0 auffüllen. Das ist dann eine Art und Weise, wie ihr das dann eben natürlich auch schreiben könnt. Weiß nicht, ist die Frage damit halbwegs geklärt? Sonst weiß nicht, ob du die Frage sonst nochmal anders stellen kannst. Ja, ist geklärt. Okay, gut. Genau, also wie ich schon am Anfang sagte, wenn ihr so eine Art Aufgabe kriegt und so einen Aufgabentyp, ist für Übungsaufgaben toll, ist auch immer für Klausuren toll. Ich weiß, das sage ich irgendwie bei jeder zweiten Aufgabe, aber so ist es halt. Zum Rangehen ist einfach zu gucken, guckt einfach euch an, was sind das für Befehle? Wie viel Bit verbraucht jeder Typ von Befehlen? Ne? Für die Hausaufgabe habt ihr vier verschiedene Typen. Also wie viel Bit in der Breite verbraucht ihr? Und welches ist quasi, ja, ich würde dann immer mit dem größten anfangen, das größte unterbringen und dann schauen, mit Hilfe von diesem Durchzählen das runterzustufen auf andere Befehle. Und da müsst ihr dann halt immer gucken, ob es dann reicht, quasi dann einmal aufzuteilen oder mehrfach aufzuteilen, je nachdem, wie viel Platz ihr habt für die Befehle. Ne? Es könnte halt, wie gesagt, eben sein, dass wir, wenn wir jetzt noch was Drittes unterbringen müssten und das von der Breite halt länger ist, dass wir gegebenenfalls 1,1 halt haben, um erstmal zu wissen, wir sind nicht in Typ 1, sondern in Typ 2 oder dem jetzt imaginären Typ 3. Und müssen dann dahinter nochmal dann wieder durchzählen, sei es mit 0 oder 1, dass wir dann wieder unterscheiden, sind wir in Typ 2 oder Typ 3. Und das dann so durchzustufen. Achtet darauf, dass ihr immer eine Eindeutigkeit habt. Das ist dann das Wichtige, dass dann immer klar ist, also, dass ihr nicht irgendwo was doppelt vergebt. Genau. Ansonsten, ja, von der Breite gucken, was ist das Breiteste und dann Stück für Stück das ausfüllen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Adressmaschinen. Wir haben vier verschiedene. Wir werden die uns auch alle einmal anschauen. Mit einem allerdings vereinfachten Beispiel natürlich. Das erste ist die Nulladressmaschine. Die Nulladressmaschine hat ein Stack. Unbegrenzt. Stacks solltet ihr, ja, wenn ihr es aus RSB irgendwie nicht in Erinnerung habt, solltet ihr mindestens ja auch jetzt gut genug in SE1 gehabt haben. Also im Endeffekt ja so ein Kellerspeicher. Ne? Ich sage immer, wie die Pizzakartons. Ich nehme Pizzakartons und schmeiße immer oben einen drauf. Aber das Ganze nicht irgendwie im Stapel, weil dann fällt es ja um in der Küche, sondern ich. Habe hier irgendwie, weiß nicht, ich habe mir in meiner Küche ein Loch gemacht, schmeiße meine Pizzakartons dann rein von oben nach unten. Und wenn ich dann irgendwann sie rausbringen will, muss ich sie von oben wieder einzeln wegnehmen, dass ich sie rausbringen kann. Ja, das ist halt mein Stack. Ich weiß, es gibt noch ein paar Sachen anders zu manipulieren. Wir gucken aber hier für die Nulladressmaschine tatsächlich einen einfachen Stack uns erstmal nur an, wo wir immer nur an den Top-of-Stack kommen, also an quasi den Pizzakarton, der ganz oben liegt. Null Adress sagt schon der Name. Wir haben keine Adressen, mit denen wir, zumindest mit denen wir rechnen können. Das heißt, alles, was wir an Berechnung haben, findet nur auf dem Stack oder mit Hilfe des Stacks statt. Was können wir dafür machen? Wir können mit Push M einen Befehl aus einer Speicheradresse auslesen, einen Wert aus einer Speicheradresse auslesen, Entschuldigung, und oben auf den Top of Stack tun. Dann liegt er da oben. Ja, also auch wieder das Beispiel, keine Ahnung, ich renne in die Bibliothek der Pizzakartons, suche mir einen raus aus diesen ganzen Adressen, nehme den und schmeiße den oben auf meinen Stapel in meiner Küche mit dem Loch. Dann kann ich das Ganze auch mit Pop M, also in eine Speicheradresse wieder reintun. Das heißt dann, ich nehme den Top-of-Stack, also ich gehe wieder in meine Küche, nehme den obersten Pizzakarton,
Laufe damit in die Bibliothek der Pizzakartons und tue den an eine Speicherstelle M irgendwo ins Regal. Ich weiß, blödes Beispiel, aber jetzt werdet ihr euch das nicht mehr, ho hoffentlich nicht mehr vergessen. Das ist erstmal, wie ich mit Speicheradressen arbeite. Ansonsten darf ich alles nur mit dem Top of Stack machen oder beziehungsweise mit dem Stack an sich. Die Addition. Ich habe, naja, Temp ist so quasi ein Zwischenspeicher. Wenn wir weiter bei unserem Pizzakarton sind, ich nehme mit der linken Hand den Pizzakarton raus. Und dann habe ich ja noch die rechte Hand quasi frei. Meine linke Hand ist jetzt der Temp. Und mit der rechten Hand nehme ich dann den neuen Top of Stack, merge das Ganze zusammen, mache irgendwie aus zwei Pizzakartons ein und tue es wieder auf den Top of Stack. Das ist das, was hinter der Addition steht. Okay, jetzt wird es ein bisschen komisch mit dem Beispiel. Subtraktion das gleiche. Ich nehme den Top of Stack, habe den in der temporären Speichervariable, die also wirklich nur vom Stack selber benutzbar ist. Und jetzt muss man mit der Reihenfolge aufpassen. Wenn ich die Subtraktion habe, genauso wie auch die Division, dann muss ich eben genau darauf achten, damit ich das richtige Ergebnis kriege, was mache ich zuerst? Also was habe ich denn, wo muss ich welche Werte haben, damit ich sie in der richtigen Reihenfolge runternehme? Denn es ist so, dass ich, das sieht man leider kaum, also dass ich den, ich nehme das erste Element runter vom Stack und dann ziehe ich das zweite Element. Oder vorher zweite, jetzt neue erste, ziehe ich davon ab und das Ergebnis dann auf den Stack. Und das gleiche gilt danach auch für die Division. Ich nehme das erste runter und teile durch das zweite. Also muss ich umgekehrt vorher die Sachen auf den Stack ablegen, damit ich an die richtige Reihenfolge daran komme. Klingt kompliziert. Wie gesagt, ein bisschen gedanklich muss man achten. Wir machen mal ein Beispiel. Und für dieses Beispiel, ich hoffe jetzt, dass alle, die nicht den Bildschirm richtig gut sehen können, dass die zumindest das Aufgabenblatt haben. Da sind ja entsprechend die Befehle auch. Für unsere Beispiele nutzen wir folgende Berechnung. Wir wollen berechnen R gleich D geteilt durch E minus A. Und genau, das machen wir jetzt gleich einmal mit allen. Wir haben A bis, naja, weiß nicht, steht das irgendwo? Es müsste irgendwo relativ genau stehen eigentlich. Also jedenfalls A bis D oder in dem Fall auch in der Hausaufgabe A bis E. Das sind eben normale Speicheradressen. R ist eine normale Speicheradresse. Wobei wir halt eben hier dann jetzt auch erwarten, dass wir da unsere Rückgabe dann nachher drin stehen haben. Was wir nutzen können für andere Sachen, das gucken wir später. Aber im Endeffekt ist das erstmal das. Wir haben also unsere Berechnung. Alles R, D, E und A sind Speicheradressen. Wir haben unseren Stack. Und jetzt sollen wir das Ganze berechnen. Hat jemand einen Vorschlag, wie wir anfangen können oder vorgehen? Im Endeffekt wissen wir, welche Befehle wir haben. Und wir können jetzt Elemente, also statt M, können wir halt die jeweiligen Speicheradressen D, E, A und R nehmen. Was müssen wir vielleicht als erstes tun, damit wir jetzt irgendwie rechnen können? Ja, okay, wir müssen Dinge auf den Stack tun. Genau. Und dann müssen wir auch so ein bisschen schauen. Da fängt das eben schon an, dass es eben spannend ist zu gucken, in welcher Reihenfolge. Tatsächlich würden wir hier mit Push A anfangen. Da stellen wir dann gleich fest, warum das dann auch das Richtige ist. Also, wir machen ein Push A. Das heißt, auf unserem Stack kann er mal irgendwo dann dazu tun. Auf unserem Stack liegt irgendwie das A drauf. Und ja, wir können danach ein Push E machen. Dann habe ich über dem A ein E drauf liegen.
Soweit, so gut. Ich habe also zwei Werte auf Speicheradressen. Also das ist jetzt quasi, ne, einfach nur die schematische Darstellung meines Stacks. Ich habe die Werte aus zwei Speicheradressen auf den Stack geworfen. Erst das A, dann das E. Und du? Und jetzt kann ich subtrahieren. Wenn ich dann subtrahiere, wir gucken uns das nochmal an. Was heißt das also im Detail? Subtrahieren. Ich tue in den Temp. Kann man ja mal da rechts daneben mein Temp schreiben. Ich tue in den Temp den Top of Stack. Das heißt, Temp hat, Top of Stack ist E, den Wert E. Dann mache und außerdem mache ich Pop. Das heißt, ich schmeiße das Element raus. Damit ist es einfach weg. Das ist jetzt nicht irgendwie in der Speicheradresse nochmal woanders wieder abgespeichert, sondern einfach das reine Pop an sich schmeißt einfach nur das oberste Element raus. So, das ist der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil von Sub ist ja TOS, also Top of Stack gleich Temp minus Top of Stack. So, jetzt müssen wir nämlich genau aufpassen. Also, TMP ist gerade mein E, minus Top of Stack, aktuelle Top of Stack ist A. Das heißt, E minus A ist das, was ich berechne. Und das wiederum wird der neue Top of Stack, sodass ich jetzt E minus A in meinem Stack drin habe. Genau, und da ist halt eben das, wo man gucken muss. Das ist, also das ist ganz normal, wenn ihr irgendwie vielleicht bei den Hausaufgaben feststellt, oh, noch einmal andersrum machen. Da muss man sich erstmal reindenken und das ist ganz okay, wenn man das vielleicht nicht im ersten Anlauf richtig rummacht. Deswegen halt sehr genau gucken, wie ist die Beschreibung, wie funktioniert das mit diesem Top-of-Stack. Und ich kann immer dann nur den Tipp geben, kritzelt euch irgendwie den kleinen Stack irgendwie hin und was gerade im Temp ist, damit ihr dann nachverfolgt, gerade bei komplexeren Rechnungen, was da eigentlich gerade an Werten ist. Okay, wir haben jetzt unseren Stack. Da steht jetzt E minus A drin, das ist auch der Top-of-Stack. Damit haben wir die Hälfte von unserer Berechnung. Wie geht es jetzt weiter? Genau, jetzt brauchen wir noch das D. Das soll ja auch irgendwie in die Berechnung mit rein. Also machen wir Push D. Das heißt, ich habe ein Element über meinem Top of Stack namens D, was jetzt der neue Top of Stack ist. D oben, E minus A darunter. Jetzt die spannende Frage. Habe ich das richtig rumgemacht? Tja, das stellen wir wohl fest, wenn wir die nächste Berechnung machen. Ich glaube, da brauche ich nicht unbedingt fragen. Was wir als nächstes machen müssen, ist natürlich die Division. Und wir schauen uns das an. Top of Stack kommt in den Temp. Das heißt, Top of Stack ist D. Wird in Temp geschrieben. D wird raus aus dem Stack geworfen. Ich habe E minus A als neuen Top of Stack und D in Temp. Und jetzt ist meine Berechnung, ich nehme Temp, das ist D geteilt durch Top of Stack, ist E minus A. Das heißt, das als neues zusammengesetzt ist D geteilt durch E minus A. Also zumindest aus den Berechnungen der Werte. Immer daran denken, dass an sich jetzt natürlich schon der richtige Wert, der berechnete Wert, da stehen würde. Aber da wir ja nicht wissen, welcher Wert hinter D, E und A steht, können wir das jetzt nur theoretisch jetzt durchdenken. Okay, super. Das heißt, ich habe im Top of Stack das Ergebnis, was ich haben will. Bin ich damit fertig? Genau, ich muss jetzt einen Schritt noch machen. Genau richtig. Das Ergebnis soll ja in R stehen. Und das tut es im Moment offensichtlich nicht. Also muss ich dazu noch einmal sagen, ich mache Pop R. Damit nehme ich das Element, was ich in meinem Top of Stack habe. Und tue das in R. Das heißt, mein R kriegt jetzt den Wert D geteilt durch E minus A. Also jedenfalls das Ergebnis der Berechnung. Mein Stack ist leer. Ja. Und gut, mein Temp ist eigentlich dann auch schon wieder hinfällig. Das wird ja eh immer nur kurzzeitig benutzt. Genau, damit habe ich also im Endeffekt das kleine Programm durch.
Was ich jetzt gucken muss, genau, die Reihenfolge habe ich richtig, insofern schön. Für die Hausaufgabe ist es ein bisschen größer, ein bisschen komplexer. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dieser genauen Berechnung aussieht. Gegebenenfalls müsst ihr halt gucken, ob ihr zwischendurch einen Wert auch speichert. Na, also wir haben normalerweise. Genau, Zwischenergebnisse dürfen wir bei Bedarf in F bis Q ablegen. Also das heißt, wenn wir irgendwo gesagt hätten, oh, wir müssen irgendwo einen Wert ablegen, weil das ist gar nicht so direkt machbar, dann hätte es halt eben auch sein können, dass wir irgendwo, keine Ahnung, sowas wie ein Pop-F von einem Ergebnis, Zwischenergebnis gemacht hätten, das irgendwo abspeichern. Und uns das dann wieder mit Push-F dann wieder raufgeholt haben. Also da müsst ihr gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das genau bei der Berechnung aussieht. Oder falls ihr vielleicht auch irgendwann später mal eine komplexere Berechnung habt, wo es wirklich nötig ist. Okay. Viel Zeit für die Null-Adressmaschine. Eine Sache sollten wir noch dazu tun. In Aufgabe B geht es nämlich, Aufgabenteil B geht es nämlich noch darum, um Platz für das Ganze. Und wenn wir jetzt uns nämlich anschauen wollen, wie viel verbraucht unser Programm, dann müssen wir eben gucken, was wissen wir jeweils und wie viel Platz verbrauchen wir an der Stelle. Genau. Was sagt die Hausaufgabe? Die Hausaufgabe sagt, wir haben 8 Bit für einen Opcode. Wir haben 24 Bit für eine Speicheradresse und 5 Bit für eine Registernummer. Wenn wir uns jetzt unser Programm anschauen, das ist ja hier von Push A bis Pop R, dann gehen wir Zeile für Zeile durch und müssen eben dazu sagen, wie viel Bit verbrauchen wir an der Stelle. Wenn ich jetzt Push A habe, was meint ihr, wie viel Bit verbrauche ich da? Wie gesagt, die Werte stehen in 11.3b, 8 Bit der Opcode, 24 Bit für eine Speicheradresse, 5 Bit für eine Registernummer. Wie viel Bit verbrauchen wir hier für den Befehl Push A? Irgendwelche Vorschläge, Ideen? Wenn ihr das nicht so direkt seht, dann überlegt doch mal, woraus besteht eigentlich die Zeile Push A? Was sind denn da für Bestandteile in dieser Zeile? Ja, also wie gesagt, ich bin so ein bisschen jetzt bei dem Teil 11.3b, wo eben gefragt wird, wie viel verbrauche ich für, wie viel Bit verbrauche ich für mein Programm. So, und genau, da hat es jemand auch gefunden. Also, ich habe mit Push A habe ich einen Opcode, das ist nämlich Push. Dafür verbrauche ich 8 Bit. Und dann habe ich A, das ist eine Speicheradresse, das sind 24 Bit. Das heißt insgesamt 32 Bit für die erste Zeile. Wie ist das wahrscheinlich in der zweiten Zeile? Push E. Genau, das ist genauso. Das macht keinen Unterschied, auf welche Speicheradresse ich zugreife, solange die alle die gleiche Breite haben. Das heißt, hier würde ich dann eben sagen, auch wieder zweite Zeile Push E ist 8 Bit plus 24 Bit, also 32 Bit. Push D, nachher das gleiche natürlich. Okay, wie wäre das bei dem Sub?
Das war ja das dritte. Wir haben Push A, Push E, dann haben wir Sub gemacht. Wenn ich einfach nur Sub mache, wie viel Bit würde ich dafür verbrauchen? Einfach nur Sub. Was? Wie viele Bits sind das? Genau, das sind einfach nur 8 Bit. Denn hier habe ich einfach nur einmal den Opcode. Brauche ich bei Diff nicht mal unbedingt danach fragen, das ist das Gleiche. Und ja, die letzte Zeile ist Pop-R. Ist da irgendwo nochmal ein Unterschied zu den Push-Befehlen oder wie würdet ihr das sagen? Ah, das ist eine gute Frage. Ist er ein Register? Nein, er ist in dem Fall kein Register. Die Register im Rahmen der Aufgabe finden wir hinter den Stellen X, Y und Z. Er ist insofern, wie auch in Teil A beschrieben, einfach nur eine Speicheradresse. Gut, und damit habe ich es quasi im Endeffekt auch schon fast verraten. Genau, wir haben dann wieder 32-Bit. Wir haben 8-Bit für den Opcode Pop und 24-Bit für die Speicheradresse R. Und wenn wir das Ganze zusammenrechnen, kommen wir auf, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, 144-Bit. Das ist dann die Größe unseres Programmes. Das ist das, wonach dann nämlich in Aufgabenteil B gefragt ist. Okay, Null-Adressmaschine. Jetzt die Ein-Adressmaschine als nächstes. Wie unterscheidet sich die? Wir hatten ganz kurz bei Aufgabenteil 1 schon angesprochen, oh, es gibt da irgendwie wohl sowas, ne? Akkumulator. Wir haben uns den aber noch nicht so detailliert eigentlich angeschaut, was da eigentlich passiert. Also, was haben wir an Befehlen? Wir haben Load M. Load M lädt aus einer Speicheradresse einen Wert in diesen Akkumulator. Wir haben Store M. Damit speichern wir den Wert, der gerade aktuell im Akkumulator ist, in eine Speicheradresse. Und dann haben wir unsere Berechnung. Und eine Berechnung in der Ein-Adressmaschine sieht immer so aus, dass der Akkumulator einen neuen Wert kriegt. Und dieser neue Wert besteht immer aus dem aktuellen Wert des Akkumulators im Zusammenhang mit der Berechnung mit einer Speicheradresse. Deswegen auch Ein-Adressmaschine, weil wir immer Akkumulator plus eine Speicheradresse haben für unsere Berechnung. Auch hier muss man insbesondere natürlich bei der Subtraktion und der Division gucken, dass wir ziehen ab von dem Wert im Akkumulator, beziehungsweise wir teilen den Wert, den wir im Akkumulator haben. Okay, gleiches Spiel wie eben. Auch hier die kleine Beispielrechnung. R gleich D geteilt durch Klammer auf E minus A. Vorschläge, wie wir anfangen würden. R gleich D geteilt durch in Klammern E minus A. Okay. Das MEM ist kein Register. Wir haben hier keine Register. Steht nirgendwo was in den Registern von den Adressmaschinen. Ich habe auch nichts davon besprochen. Wir haben nur Speicheradressen und den Akkumulator. MEM steht immer nur für Memory als Abkürzung, also halt eben eine Stelle im Speicher. Okay. So, genau. Wenn ich irgendwas berechnen will mit dem Akkumulator, mit der Ein-Adressmaschine, dann muss ich natürlich irgendwo mindestens einen Wert drin haben, sonst habe ich irgendwie ja, einen unbekannten Wert.
Das ist ja ganz unschön. Das ist ja noch schlimmer, als wenn ich 0 habe. Also kann ich genau zum Beispiel anfangen mit Load E. Das hieße für uns, dass mein Akkumulator gerade den Wert E hat. Soweit, so gut. Und was kann ich dann als nächstes machen? Ich habe jetzt einen Wert im Akkumulator. Jetzt will ich wahrscheinlich eine Berechnung machen, ne? Genau, Sub A. Eigentlich will ich ja die Subtraktion durchführen, E minus A. Jetzt müssen wir gucken, haben wir das Ganze richtig rumgemacht? Also Subtraktion. Der Akkumulator kriegt einen neuen Wert, bestehend aus dem aktuellen Akkumulatorwert E minus der Speicheradresse, die ich angegeben habe, A. Das heißt, Akkumulator kriegt E minus A als neuen Wert. Das ist gut. Soweit erstmal richtig rum. Wie gehe ich jetzt weiter? Jetzt habe ich E minus A gerechnet. Jetzt muss ich irgendwie noch die Division dahin kriegen. Was ist das Schwierige jetzt mit der Division? Warum kann ich nicht einfach sofort die Division vielleicht durchführen? Ja, genau. Wenn ich es jetzt durchführen würde, irgendwie mit Division, dann wäre es falsch rum. Dann würde ich E minus A geteilt durch D machen. Genau. Vorschlag war hier schon Load D. Also ich muss definitiv ein Load D machen. Aber Achtung, in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwas, ein neues Load mache, dann überschreibe ich den Wert im Akkumulator. Das heißt, ich muss zwischendurch gucken, dass ich, auch das schon richtig beschrieben hier im Chat, dass ich meinen Wert zwischenspeichere. Also ich muss irgendwie meinen Wert E minus A speichern. Ich darf Zwischenergebnisse auf ungenutzte Speicheradressen ablegen. Also kann ich das zum Beispiel nach Store F machen. Das würde dann bedeuten, dass die Speicherstelle F, oder Speicheradresse F, den Wert kriegt von der Berechnung E minus A. Ich brauche auch nicht F nehmen, ich kann auch was anderes nehmen, irgendwas bis Q. Ich kann theoretisch auch R nehmen. Ich kann theoretisch auch einen meiner aktuellen Speicheradressen überschreiben. Dann müsste ich nur überlegen, ob das gerade sinnvoll ist. Also das irgendwie in E oder A reinzuschreiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben Store F nehme, dann ist an der Speicheradresse F im Speicher das Ergebnis der Berechnung E minus A. Und damit habe ich das ja gesichert und dann kann ich jetzt auch schön sagen, okay, jetzt hole ich mir mein D in den Akkumulator, überschreibe damit den alten Wert und habe mein D im Akkumulator. Okay, D im Akkumulator, an Speicheradresse F steht der Wert von E minus A. Wie würde ich weitermachen? Genau, jetzt darf ich die Division machen und da ich ja quasi mit dem Opcode der Division ja schon sage, ich benutze als ersten Wert den Wert von meinem Akkumulator, gebe ich als zweites eben den Wert ein, durch den ich teile. Der steht in dem Fall an der Speicheradresse F, also sage ich diff F und mein Akkumulator kriegt damit den Wert Akkumulator D geteilt durch das, was an F steht. Das ist das Ergebnis der Berechnung von E minus A. Und mein neuer Wert im Akkumulator ist das Ergebnis der Berechnung D geteilt durch Klammer auf E minus A, Klammer zu. Und auch hier richtig, ich darf am Ende nicht vergessen, dass ich das Ganze auch noch abspeichern muss, in R, das heißt Store R als letztes.
Und damit würde dann zusätzlich an der Speicheradresse R jetzt das Ergebnis meiner Berechnung stehen. Okay, hier die gleiche Frage wie eben auch schon bei der Nulladressmaschine. Wie sieht das jetzt aus mit dem Speicherverbrauch für das Programm? Ich habe hier verschiedene Befehle. Insgesamt habe ich 6 Stück gebraucht. Wenn ich mir Lot E angucke, wie viel Bit verbrauche ich denn hier? Was habe ich hier vorliegen und wie viel verbrauche ich? Genau, das sind wieder, da habt ihr recht, es sind wieder 8-Bit plus 24-Bit. Kann das hier einmal kurz rauskopieren. Ich habe hier bei jedem Befehl wieder vorliegen, dass ich eine Speicheradresse und einen Opcode habe, beziehungsweise einen Opcode und eine Speicheradresse. Und genau diesmal gilt das für alle, weil ich halt auch bei jedem jeder der arithmetischen Berechnung, wie der Subtraktion und der Division, auch immer eine Speicheradresse mit dazu angebe. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammenrechne, müsste ich, wenn ich das richtig berechnet habe, auch 192 Bit kommen. Das heißt, ich verbrauche schon ein paar Bit mehr. Okay. Dass ich jetzt mehr Bit verbrauche als bei dem anderen, kann ich jetzt erstmal so hinnehmen. Ich sage gleich schon mal dazu, es hängt ja auch so ein bisschen dann davon ab, was man genau für Berechnungen tut. Manchmal, gerade bei den 0- und 1-Adressmaschinen, ist mal die eine dann effektiver und mal die andere. In dem Fall ist jetzt also das kleinere Programm für uns mit der 0-Adressmaschine möglich. So, wir haben eine Adressmaschine. Wir sind noch nicht durch. Wir haben leider noch ein paar Adressmaschinen. Wir müssen nämlich noch uns die 2- und 3er angucken. Als nächstes also die Zwei-Adressmaschine. Was haben wir hier jetzt? Wir haben keinen Stack. Wir haben auch keinen Akkumulator. Wir benutzen nur Speicheroperanden. Das heißt, alle Berechnungen, die wir ausführen, tun wir auf Speicheradressen ausführen. Und das ist das, worauf man hier achten muss, die eine Speicheradresse, der eine Operand, den wir hier benutzen, ist gleichzeitig auch das Ergebnis oder der Ort, wo wir das Ergebnis abspeichern. Also wenn ich hier sage, ich mache eine Addition oder also addMN, dann addiere ich den Wert an der Speicheradresse M plus den Wert an der Speicheradresse N und das Ergebnis von beiden schreibe ich in die Speicheradresse M. Bedeutet, mit jeder dieser Operationen überschreiben wir den Wert der ursprünglichen Speicheradresse. Da müssen wir also gegebenenfalls aufpassen. Insbesondere, wenn wir den Wert wiederverwenden wollen. Da wir gegebenenfalls also Werte auch irgendwo sichern müssen, vielleicht nicht für unser großes Beispiel im Großen, aber prinzipiell, also da wir gegebenenfalls auch Werte sichern müssen, gibt es eben da noch den Befehl MOV, im Endeffekt also Abkürzung für Move, bewegen oder verschieben. Damit kann ich einen Wert, den ich in der Speicheradresse habe, einfach auch nochmal genau an der anderen Speicheradresse genauso zuweisen. Okay, unser kleines Beispiel. R gleich D geteilt durch Klammer auf E minus A, Klammer zu. Wie würdet ihr anfangen? Ja, Subtraktion. Genau, damit sind wir ganz gut gefahren, dass wir uns erstmal um die Subtraktion gekümmert haben. Das hat bei den anderen bisher ganz gut von der Reihenfolge funktioniert. Das können wir hier auch machen. Und genau, ich würde jetzt hier sagen können, Sub E, A. Das bedeutet dann, dass, schreibt das einmal für diese Zeile zumindest mal detailliert auf, an den Wert der Speicheradresse
E, weil das ist ja die erste Adresse, die wir hier angeben von unseren Zweien. Da schreibe ich jetzt den Wert hin von, ja, welche Reihenfolge ist das? Erst auf das linke E, der Wert an der Speicheradresse E minus dem Wert an der Speicheradresse A. Das ist jetzt das, was ich da neu drin habe. Und damit im Endeffekt hier tatsächlich schon recht einfach die Subtraktion. So, wie sieht das jetzt aus mit dem nächsten Befehl? Ich habe jetzt die Subtraktion berechnet. Die ist jetzt in der Speicheradresse E drin. Ja, genau. Jetzt kann ich hier tatsächlich schon direkt zur Division übergehen und sage dann div d, e. Heißt für uns, dass an die Stelle, ne, wieder gucken, was überschreiben wir. Wir schreiben unser Ergebnis in die Speicheradresse d. Da ist das Ergebnis von dem Wert, der gerade in der Speicheradresse D ist, geteilt durch dem, was aktuell in der Speicheradresse E ist, was die Subtraktion ist aus dem ursprünglichen Wert der Speicheradresse E minus dem Wert aus der Speicheradresse A. Und damit haben wir ja, D geteilt durch Klammer auf E minus A berechnet. Das Ganze steht in der Speicheradresse D. Soweit, so gut. Gute Frage. War das hier egal, dass die Werte an den einzelnen Adressen verloren gehen? In unserem Beispiel auf jeden Fall ja. Es ist nirgendwo in der Aufgabe vorgegeben. Jedenfalls meine ich, dass das nicht war. Ich das noch mal kurz. Also steht hier nirgendwo, dass wir die ursprünglichen Werte behalten müssen. Natürlich kann es sein in einem Programm, dass wir sie behalten müssen, weil wir vielleicht zweimal damit rechnen müssen. Also gerade wenn ich das habe, dass ich eine komplexere Rechnung habe, wo ich vielleicht einen Bruch habe und ich dann sowohl im Zähler als auch im Nenner mit der Speicheradresse E rechne, dann muss ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen, dass ich mir Speicheradresse E nicht überschreibe. Aber in dem Fall hier war es jetzt egal. Ich brauche meine Originalwerte nicht behalten. Wenn ich das wollen würde, dann müsste ich vorher definitiv natürlich einen Morph machen. Okay, bin ich fertig? Nee, bin ich nicht. Richtig. Wir müssen noch ein Move machen, weil unser schöner Ergebniswert ist im Moment an der Speicheradresse D. Aber das Ergebnis soll ja in R stehen. So, und jetzt müssen wir einmal gucken, wie rum das Ganze sein muss. Genau, ich würde Morph R, D machen. Und dadurch kriegt dann meine Speicheradresse R, das ist ja die erste Speicheradresse, die ich angebe, kriegt den Wert, der in der Speicheradresse D steht. Also mit der Reihenfolge auch hier bitte aufpassen. Und ja, es nennt sich Morph. An sich ist der Wert ja auch noch in der anderen Speicheradresse drin. Der wird jetzt hier nicht, also zumindest mit dem, wie unsere Zwei-Adressmaschine aufgebaut ist und beschrieben ist, wird nichts angestellt mit dem Wert in D. Das würde noch bleiben. Wir haben den nur zusätzlich in R drin. Und halt eben aber auch in D noch vorliegen. Also im Endeffekt ist es eine Kopie, aber es nennt sich halt Morph. Ja, damit haben wir unser Programm in drei Zeilen abgefrühstückt. Und wieder hier auch die Frage nach der Größe des Ganzen. Gucken wir uns mal die erste Zeile an. Sub E, A. Was würdet ihr sagen, wie viel Bit haben wir für das Ganze? Ja, genau. Also das sind ein Opcode Sub plus zweimal 24 Bit Speicheradressen
Also 56 Bit. Das Ganze, das habt ihr auch schon richtig erkannt, haben wir dreimal vorliegen. Da unterscheiden sich die drei nicht. Das machen wir also dreimal da hintereinander. Und dann haben wir dreimal 56. Das sollten 186 sein. Nee, 168, so rum. Genau, ist damit. Was hatten wir eben gehabt? Eben hatten wir 192. Das erste war 144. Liegt in dem Fall tatsächlich zwischen 0 und 1-Adressmaschine. Das sage ich aber halt eben auch, das liegt so ein bisschen daran, dass es ein sehr kurzes Beispiel ist. Diese ganz kurze Berechnung kann halt die Stärke der 2-Adressmaschine nicht ausnutzen. Naja, wobei, das machen wir erstmal weiter, bevor ich das gleich nochmal wiederhole. Machen wir erstmal die 3-Adressmaschine und dann komme ich nochmal kurz auf die unterschiedlichen Typen zu sprechen. 3-Adressmaschine. Hier haben wir jetzt tatsächlich das erste Mal auch Register vorliegen. 3-Adressregistermaschine, Load-Store, RISC-Architektur, also Reduced Instruction Set. Es gibt 16 Universalregister. Wir wissen auch mithilfe des Aufgabentextes, dass unsere Register, dass wir Register mit X, Y und Z beschreiben können. Und was können wir jetzt machen? Also, es heißt ja schon, es ist eine Load-Store-Architektur. Und genauso ist es halt auch, wenn wir eine Berechnung durchführen wollen. Wir müssen erst Sachen laden in ein Register mit Load, damit wir da eine Berechnung ausführen können. Alle Berechnungen, die wir ausführen können oder auch das Moven bzw. Kopieren, können wir immer nur auf Registern machen. Also Move XY geht nur zwischen zwei Registern. An Addition. Addition XYZ geht nur zwischen zwischen den zwei oder drei Registern, die wir da nutzen. Also wir dürfen auch mehrfach das gleiche Register natürlich benutzen bei einer Addition in der Angabe, aber es müssen alles Register sein. Und wenn wir dann fertig sind mit unserer Berechnung oder wenn wir zwischendurch was abspeichern wollen, dann nutzen wir Store, um einen Wert aus einem Register in eine Speicheradresse zu schreiben. Deswegen also Load Store. Mit Load erst Werte aus der Speicheradresse in Register laden. Dann darf ich mit Registern rechnen und am Ende aus Registern in Speicheradresse speichern oder wenn ich zwischendurch mir was zwischenspeichern will. Ja, auch hier versuchen wir jetzt einmal das Ganze zu berechnen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich dann anfange, um unsere schon altbekannte Rechnung R gleich D geteilt durch Klammer auf E minus A Klammer zu berechnen? Okay, XY und Z. XY und Z sind im Endeffekt Platzhalter für Register. Genauso wie A, B, C, D und E halt Stellen für Speicheradressen sind. Und genau, wir können dann halt im Endeffekt in ein Register was reinladen. Also zum Beispiel sagen Load X, E. Das heißt, dass unser Register X den Wert kriegt, der in der Speicheradresse E steht. Können wir erstmal machen. Das reicht uns noch nicht ganz für die Berechnung. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, damit wir was berechnen können. Jetzt könnten wir halt nur E irgendwie benutzen, mit dem wir X nutzen. Also laden wir genau als nächstes uns Y noch voll mit dem Wert aus A. Das heißt, wir haben jetzt im Register X den Wert von der Speicheradresse E, den Wert von der Speicheradresse A im Register Y. Mit denen dürfen wir auch beiden rechnen.
Und das ist erstmal ein ganz guter Anfang. So, erinnert euch noch, dass ich vor wenigen Sekunden gesagt habe, wir dürfen auch mehrfach das gleiche Register benutzen bei den Berechnungen. Und genau deswegen können wir dann jetzt sagen, wir nutzen sub x, x, y. Das heißt für uns, das Register x kriegt ja, kriegt ja den Ergebniswert des Ganzen. Das ist der erste Wert, den wir angeben von einer Berechnung. Und zwar eben das Ergebnis von x minus y, was im Endeffekt ja unserem e minus a entspricht von den Werten, die dahinter stecken. An der Stelle müssen wir jetzt eben gucken, da haben wir jetzt natürlich den Wert in x überschrieben. Da wir das den Wert von e aber nicht mehr brauchen, ist das auch egal und können das auch tun. Gut, e minus a, die Ergebnisse Subtraktion haben wir. Steht in Register x. Wir wollen aber auch noch die Division dazu kriegen. Wie geht es denn damit weiter? Ja, vielleicht sollten wir das laden. Genau, wir können im Endeffekt das Register y wieder überschreiben, da wir den Wert von a nicht mehr brauchen. Wenn wir a nochmal irgendwie für eine umfangreichere Berechnung brauchen würden, dann könnte es halt sein, dass wir sagen, machen wir lieber Load in z rein statt in y. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wenn wir es brauchen, können wir den Wert von Speicheradresse A auch immer wieder in ein Register von der Speicheradresse holen, solange die Speicheradresse selber nicht überschrieben ist. Da ist sie auch immer noch da. Okay, das heißt, in Register X haben wir unsere Subtraktion im Ergebnis. In Y haben wir jetzt den Wert von der Speicheradresse D. Wie geht's weiter? Was brauchen wir noch? Wir wollen ja eigentlich die Division jetzt machen, ne? Also im Endeffekt wollen wir die Division machen, aber wie ist die Reihenfolge der Register dafür? Okay, genau, auch schon richtig erkannt. Im Endeffekt können wir uns ja jetzt beliebig überlegen, ob wir nach x oder y das Ergebnis schreiben. Nehmen wir jetzt einfach mal dann halt eben x. Könnten Sie es auch nach z schreiben, weil wir das noch nicht benutzt haben und das lustig finden. Wichtig ist halt die Reihenfolge von der zweiten und dritten Adresse, die wir angeben. Wir wollen d geteilt durch e minus a. Das heißt, d muss als zweites angegeben werden. D ist in y. Das heißt, Register y das zweite und das dritte ist dann Register x, wo das Ergebnis der Subtraktion drin ist. Und jetzt haben wir im Register x das Ergebnis der kompletten Berechnung d geteilt durch e minus a drin als Wert. Sind wir damit fertig? Sind wir natürlich nicht. Genau, wir müssen noch mal gucken. Register ist schön zum Berechnen, aber Load-Store-Architektur sagt, wir müssen es am Ende noch einmal speichern. Das heißt, wir sagen Store R, das ist ja die Speicheradresse, wo wir es hinspeichern wollen, und Komma X, das ist das Register, wo unser aktuelles Ergebnis ist. Und genau, heißt dann im Endeffekt an der Speicherstelle R. Haben wir jetzt das Ergebnis der Berechnung der Werte von d geteilt durch e minus a in Klammern. Okay. Jetzt
Wenn wir uns die Größe des Programms angucken wollen, müssen wir natürlich schauen. Wir haben Speicheradressen, da wissen wir schon, wie viel wir dafür brauchen. 24-Bit, das hatten wir schon. Wir haben Opcodes, das hatten wir auch schon. Da haben wir 8-Bit jeweils. Jetzt haben wir aber auch hier Register. Und da steht extra im Aufgabentext, achtet darauf, 5-Bit für eine Registernummer. Gehen wir mal auch hier wieder Befehle durch. Also wenn ich die erste Zeile habe, load x, e. Wie sieht das aus mit mein Bit? Wie viel Bit habe ich denn für was eigentlich? Woraus besteht hier meine erste Zeile Load X, E? Okay, genau. Ich habe 8-Bit für den Opcode. Das ist das Load. Dann habe ich 5-Bit für das Register X. Und zum Schluss habe ich noch die Speicheradresse E und da komme ich auf 24-Bit. Das heißt, insgesamt habe ich dann hier 37-Bit für die Zeile. Das gleiche ist natürlich, ne, bei den anderen Load-Befehlen ähnlich. Da haben wir keine Unterschiede. Auch jeweils ein Register und eine Speicheradresse. Wie sieht denn das aus bei der Subtraktionszeile? Sub x, x, y. Was habe ich denn da vorliegen? Ja, überlegt nochmal, x und y, was war das jeweils? Was ist das und wie viel Bit verbraucht das? Die Zeile sub x, x, y. Genau, da habe ich ja drei Register vorliegen. Also habe ich 8 Bit für den Opcode, das Sub, plus dann 3 mal 5 Bit. Und damit bin ich dann bei 23 Bit für eine solche Zeile. Das gleiche hier auch für die Division, die nutzt ja auch wieder entsprechend einmal einen Opcode und drei Registerwerte oder Angaben. Wie ist es mit dem Store RX, die letzte Zeile? Genau, das ist wie bei Load, nur umgekehrt. Also für Store RX habe ich 8-Bit für den Opcode. Dann kommt meine Speicheradresse, 24-Bit plus 5-Bit für das Register. Bin ich auch wieder bei 37-Bit. Und müsste dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 194-Bit gesamt kommen. So, schauen wir nochmal auf die anderen. Was hatten wir da? Eben 168, 192 Bit für ein Adressmaschine, also sogar die auch noch kleiner und 0 Adressmaschine bei 144 Bit. Es ist jetzt so, dass in unserem Beispiel die 3 Adressmaschine am schlechtesten wegkommt, dass sie halt am meisten braucht vom Speicherverbrauch. Im Endeffekt muss man sich aber natürlich auch angucken, was nutzen wir, was machen wir. Das Beispiel, was wir jetzt hier durchgerechnet haben, nutzt relativ geringe, simple Rechnung. Und ich habe bei der 3-Adressmaschine zum Beispiel den ganzen Overhead erstmal alles auch noch laden zu müssen. Also wenn ich jetzt mit dem Fokus auf die 3-Adressmaschine gucke, die würde ihren Vorteil natürlich dann ausspielen, wenn ich dann sehr viele Berechnungen durchführen würde und
statt immer eine 24-Bit-Speicheradresse zu nehmen, eine 5-Bit-Registernummer zu nehmen. Ne? Können wir uns ja relativ einfach vorstellen, wenn wir dann jedes Mal statt halt statt halt irgendwie so einen großen Befehl mit den 24-Bit noch zu nehmen für die Ansteuerung von der Adresse halt 5-Bit zu nehmen. Das ist dann doch ganz schnell ganz gut. Wenn du aber, oder wenn wir relativ wenig Berechnung machen wie hier, kann diese gar nicht den Vorteil ausspielen. Ähnlich ist es eben auch mit der Zwei-Adress-Maschine, die jetzt hier auch, also der Vorteil hier ist, dass wir relativ kurzen Programmcode haben. Wir haben ja schon gemerkt, dass es einfacher ist, weil wir direkt irgendwie Speicheradressen geben können, nicht lange Kopf überlegen müssen, wie ist es mit Akkumulator oder wie ist es mit dem Stack, was ist da jetzt jeweils für ein Wert drauf, sondern ich kann einfach direkt meine Speicheradressen nehmen zum Rechnen. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Dafür brauche ich aber auch hier immer jeweils einen Speicheradressenwert, was es eigentlich halt größer macht als 0 und 1 Adressmaschine. Und gleichzeitig halt eben auch nicht den Vorteil hat wie die Drei-Adress-Maschine, dass ich bei sehr vielen Berechnungen, halt eben durch die Register dann einfach wieder Platz spare. So, und die Ein-Adress-Maschine wiederum spart im Endeffekt so ein bisschen daran, dass ich sage, ach, ich muss ja gar nicht immer so viele Speicheradressen nehmen. Das Problem ist, dass es für einen Menschen vielleicht etwas schwieriger zu durchdringen ist. Wir hatten ja auch überlegt oder gesehen, wir müssen viel mehr darauf aufpassen, in welcher Reihenfolge machen wir das Ganze. Also wie rum, wann machen wir Subtraktion, wann machen wir Division. Das gleiche gilt ja auch für die Nulladressmaschine. Und wir haben Werte im Akkumulator, auf die wir achten müssen und viel stärker achten müssen, weil wir den halt sofort überschreiben. Und das gleiche gilt eben auch für die Nulladressmaschine mit dem Stack. Im Endeffekt haben alle Adressmaschinen gewisse Vor- und Nachteile. Durchgesetzt an vielen Stellen hat sich natürlich halt eben so eine Registermaschine, gerade wenn du eben, wenn wir eben mehr und mehr Berechnungen eben haben. Gut, das vielleicht so einmal so ein bisschen als Gedankenanstoß. Ihr werdet nicht, also je nachdem, wie gesagt, was man halt für Berechnungen macht, um das einmal so beispielhaft durchzurechnen, wird man halt eben unterschiedlich kompakteste Codierung haben. Und deswegen ist es mal gut, sich zu überlegen, wo kommt das eigentlich her und wann hat welche Maschine vielleicht welche Vorteile. Aber das müsst ihr nicht machen für die Hausaufgabe. Da müsst ihr nur ausrechnen, wie viel braucht ihr und welche hat dann halt die kompakteste Codierung. Das insofern die theoretischen Überlegungen dazu, die braucht ihr nicht anstellen. Gut. Wir sind mal wieder so ein bisschen über der Zeit. Was wir uns jetzt nochmal angucken können, ist ein wenig zu 11.4, was da eigentlich hintersteckt. Die Aufgabe 11.4, da müssen wir mal ein bisschen gedanklich uns das einfach mal anschauen und versuchen zu verstehen, was eigentlich mit den Aufgaben gemeint ist. Wir haben hier einige Hardware-Einheiten. Wir haben eine Registerbank. Also ich hoffe, ihr habt alle irgendwie die Grafik vorliegen. Wir haben eine Registerbank, wir haben eine ALU und wir haben ein Rechenwerk. Dazwischen haben wir diverse Datenleitungen. Diejenigen von euch, die das Praktikum gemacht haben, dürften wahrscheinlich sich schon ein bisschen mehr mit den Symbolen auskennen oder zumindest das irgendwie, also müsste eigentlich in den Aufgaben auch mal Ähnliches gewesen sein, dass man sich da mal so eine Hardware-Beschreibung dann auch anschaut. Ja, wir gucken uns mal an, was haben wir also? Wir haben eine Registerbank. Da kommt irgendwie der Takt rein. Das heißt, mit jedem Takt können halt da auch Dinge passieren. Und wir haben Register 0 bis Register 7, also 8 verschiedene Register. In dem Erläuterungstext steht auch, dass das ein 16-Bit-Register ist jeweils. Okay, soweit, so gut.
Was müssen wir jetzt wissen für eine Aufgabe? Wir müssen natürlich wissen, wie kommen Werte aus dem Register weiter? Und dafür sehen wir auch, wenn beispielsweise Load A aktiv ist, dann wird das mit Cell A registrierte, also im Prinzip für Select A registrierte Register mit dem Wert des Datenbusses geladen. Okay, Datenbus. Im Endeffekt haben wir also eine große Datenleitung, die da unten lang geht. Und da können irgendwie Werte sein, wo wir sagen, die wollen wir mal abfangen und in die Registerbank speichern. Das steckt da eigentlich hinter. Und damit ich genau weiß, ich will jetzt einen Wert aus diesem Datenbus nehmen, muss ich meinem Register sagen, mach das jetzt mit Load A. Also mit Load A, dann wird ein Wert vom Datenbus in die Registerbank übertragen. Damit ich dann weiß, in welches Register ich das aber dann übertrage, muss ich gucken, welcher Wert auf Cell A ist. Ja. Also, das heißt, irgendein Wert kommt rein über den Datenbus und ich will den in Register 3 haben zum Beispiel. Dann würde ich also Load A aktiv setzen und gleichzeitig muss Cell A auf Register 3 zeigen, damit mein Wert, der gerade reinkommt, in Register 3 landet. Ich hoffe, das habt ihr soweit nachvollziehen können. Das ist die Funktionalität, wie erstmal ein Wert in die Registerbank hier kommt. Wir hatten gerade eben die drei Adressmaschinen und haben gesagt, okay, es ist schön, wenn wir Dinge, wir packen Dinge in Register und dann wollen wir irgendwie berechnen. Das ist der nächste Schritt. Wie geht es dann weiter? Wie können wir dann eigentlich hier Dinge dann auch in Richtung Berechnung bringen? Für Berechnung haben wir die ALU. Ja, die. Und die ist rechts von dieser Registerbank. Und was sehen wir da schon? Wir sehen, es gibt irgendwie ob A, ob B und ob Code. Aha. Also, wofür steht also ob A, ob B? Schauen wir uns da die Beschreibung an. Die beiden Operanden ob A und ob B. Also ob A und ob B sind Operanden. Das heißt, wenn ich eine Berechnung habe, wie beispielsweise mache A plus B, dann kriege ich meine Operanden A und B aus meine Register, aus meinen Registern. Dann ist das eine Operand A, das andere Operand B. Und damit ich ja natürlich weiß, welche ich nehme, weil ich habe ja 8 Register, muss ich irgendwo wissen, welche ist jetzt, was packe ich jetzt auf A? Wenn ich jetzt Register 3 plus Register 4 rechnen will, ja, dann muss ich ja gucken, ob A muss dann also Select A auf das richtige Register zeigen. Ja, das heißt, wenn ich das erste Register 3 ansprechen will, den Wert daraus, dann muss Cell A gleichzeitig auf den Wert von Register 3 zeigen und für Ob B Cell B auf den Wert von Register 4. Und ich habe gleichzeitig den Opcode außen. Das ist so, wie ich eine Berechnung durch die ALU kriegen kann. Was haben wir dann noch? Es gibt dann den Wert, der aus der ALU wieder rausgeht. Da steht dann ALU. Da haben wir ein Ausgangsregister. Wir sehen, dass da auch gleichzeitig noch ein Pfeil von abgeht zu TriALU. Und wir sehen, dass ein Wert hinter dem Register auch noch mal rausgeht zu TriAREC, also Tri-Ausgangsregister. So. Beide dieser Dreiecke, dieser Trees oder auch Tree-State-Treiber, was dahinter steckt, die gehen wieder auf den Datenbus. Ja, der Datenbus ist also tatsächlich die zentrale Datenleitung, die die Elemente verbindet. Und das heißt, wir können also sowohl einen Wert direkt aus der ALU direkt auf den Datenbus geben, dann müsste es über Tri-ALU laufen. Und wir können aber auch haben, dass wir einen Wert erst in das Ausgangsregister schreiben
Und dann erst über dann Triarec, dann erst in den Datenbus geben, über das Ausgangsregister. Also im Endeffekt können wir da so ein bisschen zwischenspeichern. So, und dann kommt hier noch der große Kasten zu den Tree-State-Treibern. Was steckt da eigentlich hinter? Warum haben wir die beide? Kurz gesagt, die dürfen nicht beide gleichzeitig aktiv sein. Und weil wenn die gleichzeitig aktiv wären, könnte es halt sein, dass die ALU uns einen Ausgangswert ausgibt, 0. Und aus dem Ausgangsregister kommt aber durch die Auswahl da zufälligerweise gerade der Wert 1. Und dann würden wir gleichzeitig über Trialo und über Triarec würden wir den Wert 0 und 1 auf den Datenbus legen. So, was würdet ihr machen, wenn einer von euch, ne, sag mal, fahrt mit dem Fahrrad und euer Kommilitone sagt, so, jetzt links abbiegen, sagt der eine Kommilitone, der andere sagt, so, jetzt, nee, wir müssen rechts abbiegen, dann wisst ihr nicht, wo ihr weiter sollt. So ist das Gleiche ja auch hier. Also, die müssen ja richtig sicher wissen, der Datenbus will wissen, was ist der richtige Wert und nicht zwei verschiedene gleichzeitig hören. Und dafür gibt es ein bisschen so die Tree-State-Treiber, dass der Wert nur dann eben übertragen wird, wenn er auch übertragen werden soll, auch wenn da eben eine Verbindung ist. Also im Endeffekt, ja, ganz kurz gesagt, hilft er einem das ein bisschen zu sagen, übertrag nur dann den Wert weiter, wenn er benötigt ist. So, das also wie gesagt grob erstmal zur Funktionalität des Ganzen. Habt ihr erstmal grob verstanden, wie diese ganze, was da jetzt also hintersteckt, hinter das? Wir haben dieses Datenbussystem, wir haben Werte, die reinkommen, können Werte in eine Registerbank packen, wir können Werte aus der Registerbank in die ALU tun, um sie dann mit Hilfe des Opcodes zu berechnen. Und dann können wir das Ergebnis direkt wieder auf den Datenbus rausgeben, was dann irgendwo anders hingeht für Berechnung. Oder wir packen es in ein Ausgangsregister, speichern das dadurch quasi nochmal zwischen, bevor es dann überhaupt weitergeht. Habt ihr das so ein bisschen nachvollziehen können? Liebe ist, wenn keine Reaktion kommt, dann weiß ich immer gar nicht, was los ist. Wenn ihr eine spezielle Frage habt, dann ja, wäre das sonst gut. Also, wie gesagt, Datenbus läuft da. Wir ziehen Daten runter ins Register, wir berechnen sie und wir geben sie wieder zurück, sofort oder mit Verzögerung. Was jetzt gemacht werden soll, ist, ich hatte ja schon gesagt, sowas wie, wir haben Load A, kann aktiv sein oder kann nicht aktiv sein. Cell A, Cell B zeigt auf Register. Ja? Ob A, ob B hat damit den Wert von einem Register, wobei ob A, ob B kommt in der Tabelle gar nicht vor bei A. Was haben wir noch? Opcode, genau, Opcode kann halt eben das sein für eine Berechnung, also Addition oder Subtraktion. Und dann haben wir eben Trialo, wo eben was rauskommt oder eben nicht. Und im Endeffekt habt ihr jetzt hier zwei verschiedene Berechnungen, die ihr mit Hilfe von dieser kleinen Hardware ausführen sollt. Und dafür eben dann beschreiben sollt in jedem Takt, was wird dann nacheinander ausgeführt. Weil es kann ja nicht gleichzeitig, ja, ich kann nicht gleichzeitig was erstmal in ein Register rein speichern und es gleichzeitig schon wieder auslesen. Wir erinnern uns, als wir diese Impulsdiagramme hatten und das Thema Hazards. Ne? Wenn ein Signal von 0 auf 1 umschaltet und ich gleichzeitig aber schon ein Hardware-Bauteil habe, was darauf wieder basiert, dann kann es ja sein, dass es zwischendurch einen Moment gibt, wo ich nicht genau weiß, wie der Zustand ist. Das heißt, ich muss eben gucken, dass meine Zustandsübergänge sauber sind. Und
Genau, zu dem, was alles in dem Takt geschehen kann. Im Endeffekt ist ja jedes Bauteil, also immer blöd gesagt, denkt immer am einfachsten, ein Takt ist halt ein Übergang von 0 auf 1 und wieder von 1 auf 0. Also, ne, das ist ja so einmal Peak nach 1 und zurück. Das heißt, was kann dann eigentlich passieren in so einer Leitung? Also ich kann, wenn ich so ein Taktsignal habe, dass ich sage, oh, ich lade jetzt was rein in ein Register, dann brauche ich halt eben auch dieses Register, dass ich weiß, okay, jetzt ist es da drin geladen. Ich kann nicht im gleichen Takt schon sagen, ich hole mir die Werte weiter für das nächste. Das heißt, das muss ich dann also mit einem Taktverzögerung machen. Ne, immer dran denken, so ein Bauteil wird ja geschaltet durch, also das heißt, geschaltet wird normalerweise, wir haben irgendwie von 0 auf 1 oder 1 auf 0 oder es fließt halt gleichmäßig 0 oder gleichmäßig 1. Das ist eben was sein kann. Und wenn sich was ändern soll, dann ist das immer durch einen Takt eigentlich ausgelöst. Und insofern müsstet ihr dann eben von links nach rechts dann eben durchgehen, wie das Ganze, ja, wie eben dann so ein Wert da durchfließen kann durch das Ganze. Das ist das, was hinter A und B dann den Aufgaben dann da so ein bisschen gedacht ist. Also Lot A, wie gesagt, kann halt aktiv oder nicht aktiv sein. Cell A, Cell B sagt halt eben Register-Opcode, sagt den direkten Opcode. Und dann haben wir noch unsere Tri-ALUs, die mit den entsprechenden Werten da auch versehen sind. Ich habe das eben gerade ganz kurz zusammengefasst zu den Tri-State-Treibern, aber guckt euch nochmal in Ruhe sonst auch den Kasten mit dem Tri-State-Treiber an, der da im Grauen ist. Genau, und dann, wie gesagt, einmal die Berechnung durchgehen. Das ist das, was dahinter steckt. Ansonsten gibt es noch eine Zusatzaufgabe am Ende. Also das heißt, Zusatzaufgabe, die zählt zu den normalen Punkten. Wobei ich hoffe, dass alle, die jetzt hier irgendwie, die ihr jetzt hier noch aktiv seid und die noch im Semester dabei sind, dass das Punkte zumindest nicht mehr euer großes Problem ist, also zumindest Gesamtpunkte, höchstens Einzelblätter. Es geht da dann nochmal darum, wie sieht das aus, warum können noch keine Programme abgearbeitet werden? Und da solltet ihr eben auch nochmal überlegen, okay, wie ist denn eigentlich, was ist normalerweise in so dieser Hardware? Gucken wir nochmal sehr weit zurück, wie ist denn eigentlich so eine Architektur aufgebaut? Und welche Befehle gibt es eigentlich? Was können wir da machen? Können wir die hier durchführen oder nicht? Genau, so viel, wie ich euch dazu L4 erstmal mitgeben kann. Ich hoffe, dass ihr damit trotzdem ein bisschen besser verstanden habt, wohin das Ganze geht, die Reise. Nicht gerade so eine. Ja, ist so ein bisschen einmal so zum Nachdenken knobeln und einmal halt verstehen, wie die Hardware eben funktioniert. Und insofern haben wir es jetzt einmal zumindest mündlich durchgesprochen. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, das Aufgabenblatt soweit durch. Schaut vor allem, dass ihr euch ganz sauber auch, kann ich immer nur sagen, ne, 11.1 bis 11.3 habe ich alles auch schon wieder immer in Klausuren gesehen. 11.4 weiß ich nicht, ob sowas kommt, das kann ich noch nicht sagen. Die ist noch nicht so lange da, die Aufgabe. Aber gerade 11.1 bis 11.3, versucht das gut zu verstehen. Das ist, lohnt sich sicher, weil ziemlich wahrscheinlich da was auch in Klausuren sein kommen kann. Basierend auf meiner Erfahrung der letzten Jahre. Ne? Wie gesagt, ich kann nichts sicherstellen. Guckt euch aber auch L4 an. Ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Dann hoffe ich, ihr kommt gut in die Woche wieder weiter. Kommt gut mit dem Aufgabenblatt zurecht. Wie gesagt, ich rechne damit, noch nächste Woche noch mal ein Aufgabenblatt zu haben. Und dann müssten wir noch 2 Wochen bis Semesterende, glaube ich, haben. Und die würde ich klassischerweise, wenn ihr das möchtet, wieder zum Wiederholen schon anbieten, dass ich so ein bisschen einen Schnelldurchlauf durch einige Themen von diesem Semester dann vorbereite und wieder in 2 Terminen durchgehen.
Das kann nicht alles abdecken, aber vielleicht so ein bisschen schon mal Ideen geben, welche Themen bei euch noch präsenter sind oder welche ihr vielleicht selber nochmal wieder mehr auffrischen wollt. Ja, dann viel Erfolg in der Woche, eine schöne Woche und ja, entweder bis nächste Woche oder bis sonst irgendwann.